Was soll das? Was machen Sie hier? Hier wird nicht gespielt und hier wird nicht gebettelt. Er bettelt doch gar nicht. Warum lassen Sie ihn denn nicht spielen? Kommt gar nicht in Frage. Wenn wir Musik haben wollen, dann spielen wir unsere eigene Musik. Los, raus mit Ihnen. Ganze Zeit trinken wenig. Und was tun sie? Was tun sie denn? Sehen sich unser Lokal an. Sie taxieren es. Du meinst, sie wollen es kaufen? Das glaube ich nicht. Es gefällt mir nicht, wie sie da sitzen. Wie sitzen sie denn da? Als gehöre ihnen das Lokal. Sie wollen zahlen? Stimmt so. Das sind 100 Mark. Ja, ich weiß, dass das 100 Mark sind. Sie können sie gebrauchen. Ihr Laden läuft nicht gut. Sie sind pleite. Wir haben heute einen ruhigen Tag. Wenn ich sage, dass Ihr Laden nicht gut läuft, dann weiß ich, dass er nicht gut läuft. Und? Werden Sie Tränen darüber vergießen? No. Aber ich könnte Ihnen sagen, wie Sie ihn wieder in Schwung kriegen. Mehr Musik. Glücksspielautomaten. Nein. Der Laden kann so bleiben, wie er ist. Unauffällig, bescheiden. Sie verkaufen das da. Und Ihr Geschäft floriert. Und was ist das? Weißt du, was das ist? Rauschgift? Sie werden eine neue Adresse sein. Für Käufer. Dafür haben wir keine Lizenz. Sie müssten längst festgestellt haben, dass Sie sich auf einem Gebiet bewegen, auf dem es keinen Humor gibt. Dann sage ich Ihnen das mal ohne Humor. Wir machen das nicht. Nehmen Sie das Zeug wieder mit und verschwinden Sie. Tja, Sie haben aber keine Alternative, weil die Dinger da auf dem Tresen liegen. Der junge Mann hier wird Sie in die finanziellen Modalitäten einweisen. Das ist wohl eine Sache, bei der man nicht Nein sagen kann. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir lassen Ihnen das hier. Und schon bald kommt der erste Kunde. Und der bekommt dann, was er will. Oder er bekommt es nicht. Wenn nicht, tja, dann können Sie Ihren Laden vergessen. Keine Musik jetzt, Coccopelli. Wir haben schon geschlossen. Ich habe da zwei Leute rauskommen sehen. Du weißt, wer die sind? Ja, ich kenne die. Habt ihr was mit ihnen zu tun? Das da? Auf dem Tresen? Du weißt, was das ist? Heroin. Sie haben es uns da hingelegt und gesagt, verkauft das. Ich weiß. Sie suchen eine neue Kontaktstelle. Habt ihr was? Bei Kruse netto ab.
Die schlagen euch den ganzen Laden zusammen. Und was machen wir jetzt damit? Polizei? Tja, dann brennt euer Lokal morgen. Wir rufen die Polizei an und sagen, das haben sie uns hingelegt. Was wollen Sie? Ich habe gehört, dass ihr klappt. Mach, dass du rauskommst! Darf ich das nehmen? Ich hab's irrsinnig eilig. Leg das wieder hin! Es geht nicht. Es geht nicht. Wo ist die Toilette? Lass es mir. Bitte lass es mir. Ihr habt doch das Geld. Was machen wir? Der gibt nichts mehr her. Der braucht Hilfe. Jetzt stehen Sie mal auf und verschwinden Sie. Sie können hier nicht schlafen, es geht nicht. Sie können doch hier nicht bleiben. Was passiert hier eigentlich? Peter! Das Geschäft ist eröffnet. Tot? Umgebracht. Er hat sich hier umgebracht. Da liegt jetzt ein Toter. Die Tür abschließen. Was machen wir mit dem Toten? Wir müssen die Polizei anrufen. Ja, und was sollen wir sagen? Da liegt das Heroin noch und da sein Geld. Er hat das Heroin nicht von uns gekauft. Er hat es sich genommen. Er ist der Zeuge. Ja, ich bin Zeuge. Seine Papiere. Ein Ausweis. Er heißt Edmund Strobel. Er wohnt in München. Von wem? Bei uns wird er nicht gefunden. Also haben wir auch keine Probleme, über die wir nachdenken müssten. Du verschwindest jetzt. Du hast nichts gesehen, nichts gehört. Unsere Sache, wir machen das. Toten getragen. Bin selber halb tot. Hoffentlich sieht uns keiner. Nervös? Wir fahren einen Toten durch halb München. Wie wir ihn wieder loswerden wollen, das sehe ich noch nicht. Fahr doch weiter. Danke. Hier ist das. Die Hausnummer stimmt und auch der Name, Strobel. Was jetzt? Du sagtest, wir fahren einen Toten durch halb München. Jetzt hat sich sowas wie eine Beziehung eingestellt zu dem, der da sitzt. Wir können ihn nur nicht einfach auf die Straße werfen. Was schlägst du vor?
Ich werde dort klingeln und sagen, ja, was soll ich denn sagen? Wenn es der Vater ist oder die Mutter? Wir haben hier einen toten Sohn im Wagen. Vater? Entschuldige bitte, ich bin eingeschlafen. Hat es nicht geläutet? Wieso denn um diese Zeit? Ich gehe schon. Wer ist da bitte? Wohnt hier ein Herr Edmund Strobel? Edmund Strobel ist mein Bruder. Warum fragen Sie nach ihm? Geht es wieder mal um Edmund? Hören Sie. Für alles, was er angestellt hat, bin ich nicht verantwortlich. Moment mal, Vater, was ist denn los? Wir wissen doch gar nicht, worum es geht. Also, was ist? Ich bringe Ihnen Ihren Sohn. Er sitzt bei mir im Wagen. Er ist tot. Moment. Hören Sie sich erst meine Geschichte an. Darf ich mal die Tür zumachen? Es ist nämlich so, wir müssen eine Menge überlegen, Sie und ich auch. Und ich halte es für wichtig. Darf ich reinkommen? Ja, natürlich. Rauschgift. Warum hast du mir das nicht erzählt? Weil du nicht da warst. Ich hätte es dir schon noch erklärt. Ich habe meinen Sohn aus dem Haus geworfen, weil er rauschgiftsüchtig war. Sollte ich dir das erzählen? Oder ihr? Sie ist doch auch dauernd unterwegs. Das ist meine Tochter. Was ist los? Was ist passiert? Hast du gewusst, dass Edmund Drogen nimmt? Edmund? Drogen? Was sollte ich tun? Euch auch noch den Kopf schwer machen? Was soll er denn hier? Sie können sich morgen ansehen, wo er gestorben ist. Ich rufe die Polizei an, dass sie ihn draußen auf der Straße gefunden haben. Ganz einfach. Wir haben uns um unseren Bruder nie gekümmert. Weil das eigene Leben wichtiger war. Das eigene Ich. Und wir fangen jetzt an, einen Toten zu lieben, der damit nichts mehr anfangen kann. Ich wusste, dass wir alles falsch machen. Jetzt haben wir es. Was haben wir, Vater? Die Mordkommission im Haus. Was sind Sie? Mordkommission? Ja, da wir nicht wissen, wo Ihr Sohn gestorben ist, da können wir natürlich auch nicht wissen, ob er sich die Überdosis selber gegeben hat, wissen Sie? Ja, oder es jemand anderer gemacht hat. So in Mordabsicht, so. Ja, wir sollten schon wissen, wer ihn den Toten vor die Tür gelegt hat. Wir wissen es nicht. Man hat an unsere Haustür geläutet. Ich habe gefragt, weil es so spät nachts war, wer ist da? Und jemand sagte, schauen Sie nach. Wir hörten einen Wagen davonfahren. Ich habe die Tür aufgemacht. Und vor der Tür lag mein Bruder.
Wir stellten seinen Tod fest und verständigten die Polizei. Sie haben also keine Ahnung, wer ihn den Toten gebracht hat. Ich meine, man muss sich doch die Frage stellen, in welcher Absicht hat man den Toten hierher gebracht? Wieso hat man ihn nicht dort liegen gelassen, wo er gestorben ist? Wer es getan hat, wird seine Gründe gehabt haben. Und dass man ihren Bruder ermordet haben könnte, das regt sie nicht auf. Doch, das regt mich auf. Ja, nun, man merkt es nicht. Man hat ihm Heroin verkauft. Und da er daran gestorben ist, ist derjenige, der es ihm verkauft hat, ein Mörder. Haben Sie nicht gewusst, dass Ihr Bruder drogenabhängig war? Nein, ich hab's nicht gewusst. Meine Schwester hat's nicht gewusst. Ich war bis vor kurzem in den USA. Meine Schwester ist als medizinische Helferin bei einem Touristikunternehmen tätig und in solchen Positionen auch ständig unterwegs. Mein Vater hat es uns nicht mitgeteilt. Er hat meinen Bruder Edmund aus dem Haus geworfen. Ach, wird mir das schon wieder vorgeworfen. Morgen, übermorgen, nächste Woche. Immer wieder? Es gibt sehr vieles, worüber wir alle nachdenken dürften. Gehen Sie wieder zurück in die Vereinigten Staaten. Vorerst bleibe ich hier. Urlaub. Das sollte es sein, ja. Ist nicht mehr, was? Und Sie bleiben auch hier? Ich bleibe auch hier. Wir Geschwister haben uns lange nicht gesehen. Jetzt tun wir es. Und Ihr toter Bruder, der... Der gehört dazu, ja. Ja. Naja, ich verstehe. Tag, Cocotelli. Guten Morgen. Ich nehme an, du willst wissen, wie es ausgegangen ist in der Nacht. Ich habe die ganze Zeit an euch gedacht. Dachte, sie fahren einen Toten durch die Stadt. Wohin? Peter, bring ihm sein Frühstück. Der Strobel, der benimmt sich wie ein Profi, weißt du? Er versteht zu lügen, er ist perfekt darin. Du meinst, er lügt? Er weiß genau, wer ihm die Leiche da vor die Tür gelegt hat, ist klar. Das heißt doch, die Geschichte geht weiter. Naja, die Geschichte fängt gerade erst an, aber wir halten uns da raus. Wir halten uns zurück. Kriegen tun wir ihn sowieso. Ist ja kalt? Immer ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Wo habt ihr ihn gelassen? Er hat Familie. Vater, Bruder, Schwester. Ich habe ihnen gesagt, dass er tot ist. Und da sind Bruder und Schwester. Sie wollten heute Morgen herkommen. Guten Morgen. Ich hatte ihnen versprochen, herzukommen. Und? Die Polizei? Sie haben ihn abgeholt. Das ist der Flötenspieler. Er ist der Einzige, der außer meinem Sohn und mir weiß, was hier passiert ist. Wo ist mein Bruder gestorben? In der Toilette. Er war allein. Wir waren im Gastraum. Plötzlich dachte ich, er braucht Hilfe, also stürzte ich rein und dann lag er hier auf dem Boden. Ich versuchte zu helfen, ihn hochzuheben, aber da starb er in meinen Armen. Der Flötenspieler, er weiß, wer Sie sind und warum Sie hier gekommen sind. Wie heißt der? Cocotelli. Ach, Sie haben den Namen schon mal gehört? Es hat in den Südstaaten der USA ein Volk gegeben. Die Nasazi. Ich war mal da, ich habe die Ruinen gesehen.
die Dörfer, in denen sie gelebt haben. Wer war Cocopelli? Eine mystische Figur. Ein Flötenspieler, halb... Ich weiß. Halb Gott, halb Schelm. Sie nennt sich Cocopelli. Ich bin es nicht, natürlich nicht. Nicht Gott, nicht Schelm. Ich spiele nur wie er auf der Flöte. Aber was er sang, ist verloren gegangen. Nein, nein, es gibt ein altes Lied, in dem wiedergegeben wurde, was die Erde sang, als sie noch singen konnte. Was für ein Lied? Die Erde ist eine große Heimat, in der man umhergeht. Alles ruft dir zu. Guten Tag und sei willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Alle Wasser lächeln dich an. Alle Vögel rufen dir etwas zu. Denn sie tragen den Ton mit und lassen ihn fallen aus großen Höhen, in denen alles zum Lied wird. Das Lied kenne ich nicht. Ich habe sie nicht verraten. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wer es den Toten vor die Tür gelegt hat. Aber ich will etwas wissen. Wer hat Ihnen das Heroin auf den Tisch gelegt? Kennen Sie die Leute? Und wo finde ich sie? Cocopelli kennt sie. Sie immer noch die neue Adresse. Was willst du denn hier? Was willst du? Willst du Heroin kaufen? Heroin! Bist du verrückt geworden? Komm mit. Komm mit, ich zeig dir was. Ich zeig dir was. Komm mit! Komm mit, komm mit! Hier, das ist hier. Hier ist gerade nach dem Mensch gestorben. Der lag hier auf dem Boden. Willst du auch liegen, hä? Vielleicht kommt sie noch mal zurück, sich das Geld holen. Geben Sie es ihr. Ich höre gerade, Sie kennen die Leute, die Tod und Schwachsinn verkaufen. Dann sag mir, wo ich das Mädchen finde, das gerade davon gelaufen ist. Verloren. Das war meine Schuld. Ich gebe es dir zurück. Wo bekommst du es? Ich fahre dich hin. Komm mit. Komm.
Bleibt hier. Lass nicht allein fahren. Komm. Steig ein. Du sollst nichts machen. Du sollst mir sagen, wo du das Zeug herkriegst. Ich fahr jetzt los. Und du sagst mir, wo ich hinfahren soll. Sag mir, wo du wohnst. Ich komme mit rein. Mit mir. Mein Gott. Was machen die mit dir? Aber ich habe mir überlegt, dass es so besser ist. Ich habe angerufen und erzählt, wie es war. Wir haben auf Sie gewartet. Wo waren Sie? Wir suchen dieselben Leute. Haben Sie sie gefunden? Haben Sie sie gefunden? Klein? Harry, von der Bar sind zwei Männer erschossen worden. Ich sag dir, wo das ist. So, Stefan, wir müssen gleich los. Reden wir morgen weiter. Zwei Männer sind von einer Bar erschossen worden. Ich habe Sie angerufen und Sie sind gleich gekommen. Ich habe Ihnen alles erzählt und Sie haben das akzeptiert.
Es war nur ein Fehler, dass wir nicht sofort die Polizei verständigt haben. Bernhard? Alles in Ordnung. Das Mädchen, ich habe sie nach Hause gebracht. Ich weiß jetzt, wo sie wohnt. Kann ich ein Glas Wasser haben? Die beiden sind aus einem Autohaus erschossen worden, nachdem sie das Lokal verlassen haben. Weiß man, wer die Männer sind? Ja, hier sind ihre Ausweise. Der eine heißt Stromer, der andere Boske. Und das hier. Kommen Sie rein. Gut, dass Sie da sind. Sie interessieren mich. Erklären Sie mir mal, wer Sie sind. Was haben Sie gelernt? Musik. Ist das das einzige Instrument, das Sie spielen? Nein, ich spiele Klavier, Geige. Und das hier. Haben Sie einen Beruf gehabt? Waren Sie mal in einem Orchester? Ja, aber dann nicht mehr. Warum dann nicht mehr? Die Musik wurde mir zu laut. Es verlor sich alles im Lauten. Ich ging dann zurück. Wie? Wie zurück? Wohin zurück? Ich suchte den Anfang und kam auf die Flöte. Sie brachte den ersten gespielten Ton in die Welt. Also, was erzählen Sie da? Indianische Lieder, die gibt es nicht. Und wenn es Texte dazu gab, sind die längst nicht untergegangen. Sie machen die Texte selbst. Ja. Was, die Erde ist deine Heimat, in der du umhergehst? Alles ruft dir zu, guten Tag und herzlich willkommen. Ich habe gerade ein weinendes Kind im Arm gehabt. Ich habe ein wahres Stück Elend umarmt. Da sagt niemand mehr guten Tag und herzlich willkommen. Da lächeln keine Wasser mehr und da fliegen auch keine Vögel mehr, die ihr haben Musik fallen lassen. Das weiß ich ja. Aber deswegen gehe ich ja den Weg zurück. Bis zum ersten Ton. Zum ersten Lied, als alles noch in Ruhe war, der erste Gedanke aufstand, sich umsah und auf den Weg machte. Also, da haben wir ihn, den großen Dichter, den Wortfinder, den ungeheuer Naiven, auf der Flucht vor der Wahrheit und Wirklichkeit. Komm her, trink was. Die beiden, für die ihr Heroin verkaufen solltet, sind gerade erschossen worden. Ja. Sie sind ja jetzt auch ein paar Sorgen los geworden. Gehen. Hier wohnt sie. Bernhard, Was willst du? Ist doch alles in Ordnung. Nein, nicht alles. Ich habe einem Menschen Heroin gekauft. Da ist sie. Du gehst wieder los, hä? Hast du nicht genug bekommen? Hat das Geld nicht gereicht, oder was? Du kommst jetzt mit los. Komm mit. Mach die Tür auf. Was machst du denn da? Wir nehmen sie mit nach Hause. Bernhard. Ich fahr schon. Ist dir nicht gut, Bernhard? Nein, mir ist nicht gut.
Wen bringt ihr da? Wer ist das? Das, der Vater, ist so etwas wie eine Schwester von Edmund. Sie ist drogenabhängig. Sie bekommt das Zimmer von Edmund. Nein! Soll sie hier bleiben? Für eine Nacht, Vater. Länger will ich ihr dieses Haus nicht zumuten, in dem Kinder auf die Straße geworfen werden. Im Zimmer von Edmund steht ja gar kein Bett mehr. Dann schläft sie bei mir. Bernhard. Ja, ich weiß. Keine gute Situation. Kruse, ich habe den beiden die Toten beschrieben, die sind ganz sicher. Es sind die, die sie zwingen wollten, Heroin zu verkaufen. Und Edmund Strobel war der Erste, der dann gestorben ist. Schon wieder Polizei? Kommen Sie nur rein. Mein Sohn frühstückt gerade. Wissen Sie, wir haben Besuch, eine Drogenkranke. Sie hat heute Nacht hier geschlafen. Momentan wird allerdings nur Kaffee getrunken. Hm. Guten Morgen. Morgen. Wir hören, Sie haben Besuch. Besuch? Nein, nein. Nein, es ist ein junges Mädchen, um das ich mich kümmere und das heute Nacht bei uns geschlafen hat. Und, Agnes, kommt ihr mal? Das ist Susanne. Ich kenne ihren Nachnamen nicht. Guten Morgen. Ich habe sie kennengelernt als eine Drogenabhängige. Wir haben gerade besprochen, ob und wie ihr zu helfen ist. Meine Schwester wird mit ihr zu einem Arzt fahren, um festzustellen, in welchem Zustand sie sich befindet. Ihr könnt gehen. Sie wollen mich sprechen, nehme ich an. Du brauchst keine Angst zu haben. Hier wird niemand mehr aus dem Haus geworfen. Hast du verstanden? Du bist nicht mehr allein. Soll sie jetzt hier wohnen? Sie wollen mit mir sprechen, nicht mit meinem Vater. Ja, so ist es. Also, lass uns allein. Bitte, nehmen Sie Platz. Haben Sie eine Waffe? Ich besitze keine Waffe. Warum fragen Sie danach? Weil gestern Nacht zwei Drogenhändler erschossen wurden. Haben Sie die Leute nicht gesucht, von denen Ihr Bruder das Heroin bekommen hat? Ja, ich hatte mich für Sie interessiert. Fragen Sie in diesem Zusammenhang, ob ich eine Waffe besitze? Ja, die Kugeln, mit denen die beiden Dealer erschossen wurden, sind ein amerikanisches Kaliber. Sie kommen aus Amerika. Haben Sie sich da eine Waffe mitgebracht? Nein, ich habe mir auch keine Waffe mitgebracht. Ich habe keine Waffe mehr. Wo waren Sie gestern Nacht? Das Mädchen, das halbe Kind, so jung und schon ganz kaputt. Wie mein Bruder. Das kam rein in ein großes Lokal, Geld in der Hand, um sich den Tod zu kaufen. Den traurigsten, den es gibt. Ich habe das Mädchen genommen, reingeschleppt in die Herrentoilette. Hier ist jemand gestorben, hier, lag hier auf dem Boden. Willst du auch so sterben? Gestern Nacht habe ich sie gesehen. Gefunden an einem der schrecklichsten Plätze, gleich hinter Bahnhof. Ich habe sie in den Wagen gesetzt. Ach, Sie haben sie mitgenommen, wohin? Ich habe gesehen, wo sie wohnt und wie sie lebt. Und dann habe ich sie mit hierher gebracht. Als wir sie gestern trafen, waren sie doch allein. Ja, um meine Schwester abzuholen. Ich habe gesagt, wir kümmern uns um das Mädchen. Was wir getan haben, wir haben sie hierher gebracht. Ja, aber da gibt es eine Zeitlücke. Ich sehe keine. Ach, Sie sehen keine. Haben Sie noch eine Frage? Ja. Was werden Sie mit dem Mädchen machen? Ich habe schon gesagt, sie wird hier wohnen. Und wir werden uns um sie kümmern. Sie wird einen Halt haben. Und jede Art von Hilfe. Sie kennen sich nicht aus mit Drogenkranken. Überhaupt nicht. Das ist nicht so leicht. Das wird sehr schwer werden. Ich versuche, dem Mädchen zu helfen. Und alles zu tun, was nötig ist. Sie bekommt jede Hilfe, die sie braucht. Jede. Dem ist ziemlich ernst damit. Gestern Nacht hat er erfahren, wo die Rauschgifthändler sind. Na, und dann? Dann hat er sie erschossen.
Und jetzt sucht er nach einer inneren Rechtfertigung für die Tat. Ich bin kein Mörder. Nein, sagt er sich überhaupt nicht. Warum? Ich bin hilfreich, edel und gut. Und ich kümmere mich um einen Menschen, ne? Mit allem, was gut und, ja, was eben edel in mir ist. Wie geht's ihr? Sie hat Methadon bekommen. Es dämpft das Verlangen nach Heroin. Wie lang? 24 Stunden. Und was sagt sie? Der Körper sei ruhig, aber der Kopf sei es nicht. Alles sei im Kopf. Ja. Nein, nein, bleib liegen. Beweg dich nicht. Es ist wichtig, dass du zur Ruhe kommst. Ich habe gerade gehört, dass etwas unternommen wird, eine Art Programm, das jetzt abläuft. Du musst jetzt mithelfen. Und das heißt, du musst daran glauben, dass es auch was nützt. Glaubst du dran? Du musst daran glauben. Weißt du was? Wir glauben beide dran. Ich ein bisschen mehr als du und dann du ein bisschen mehr als ich. Hm? So geht es. Irgendwie gehen wir jetzt den Weg zusammen. Wenn ich das Geld brauche, gibst du es mir dann? Aber du brauchst doch kein Geld. Gibst du es mir dann? Kriegst du das nicht raus aus deinem Kopf? Kauf ihr ein paar Sachen. Sie soll die Klamotten ausziehen. Schmeiß sie weg. Ja, ist gut, mach ich. Herr Derrick, kurze Frage. Haben Sie heute Abend Zeit für mich? Für uns? Ich möchte Sie zum Essen einladen. Was heißt für uns? Mit meiner Schwester Agnes und mit dem Drogenmädchen. Ja, ja, ja. Wo treffen wir uns? Im Schlossgartenrestaurant. Aha. 21 Uhr, ja? Einverstanden. Sie kann nicht essen gehen? Wieso kann sie nicht? Sie sieht hervorragend aus. Sie sagt, sie schafft es nicht. Oh Mann, 24 Stunden. Warum geht es jetzt nicht? Angst. Du hast recht gehabt, Angst zu haben, als du allein warst. Aber das bist du jetzt nicht mehr. Nicht wahr? Tut mir leid, ich hätte sie Ihnen gerne vorgeführt. Als ein Mensch, der sich verändert hat, der sich in Veränderung befindet. Eine Ahnung davon war schon da, aber innen ist noch nichts in Ordnung. Es tut dir leid, Sie bitte um Entschuldigung. Ja, ja. Tja, wollen wir trotzdem mit zusammen essen? Ja, gut, komm schon. Das Mädchen nicht aus dem Kopf, nicht? Nein. Mein Bruder auch nicht. Und was mit den beiden geschehen ist. Sie halten mich für den Mörder an den beiden Drogenhändlern. Ja. Und essen mit mir zu Abend. Oh. Warum verhören Sie mich nicht? Ich verhöre Sie ja, Sie merken es bloß nicht. Und was bekommen Sie heraus? Sie sind in heller Aufregung. Wir alle leben in einer Welt von, ja, von Gespenstern. Mehr oder weniger, nicht? Na gut. Hier ist meine Telefonnummer. Wenn ich mal nicht im Büro bin, rufen Sie mich an. Auch zu Hause.
Gut, dass du kommst. Hörst du das? Was höre ich? Das Weinen. Hörst du es endlich, Vater? Wenn in diesem Haus jemand weint. Bist du verrückt geworden? Nein, Vater. Verrückt. Verrückt nicht. Sie ist so unruhig. Die haben doch gesagt 24 Stunden. Sie weint. Komm, geh weg. Wir haben doch darüber gesprochen, dass nicht gleich alles vorbei ist. Das dauert. Du musst es aushalten. Wir müssen es alle aushalten. Wir werden aus dem Gespenst einen Menschen machen. Etwas ist schon sehr gut. Du hörst mir zu. Ich rede und sehe, dass du mich verstehst. Wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Gibst du mir das Geld, wenn ich es brauche? Jetzt schläfst du erstmal. Hast du ihr ein Schlafmittel gegeben? Ja. Schön sie aussieht. Wird es anhalten? Bis morgen anhalten? Nein. Geh jetzt schlafen. Ich bleib bei ihr. Ich setze mich irgendwo hin und bin gleich da, wenn sie wach wird. Nicht nachdenken, Agnes. Bloß nicht nachdenken. Gruse hat gesagt, wenn ihr was braucht, ich hab noch alles. Es hat keiner danach gefragt und es hat auch noch keiner abgeholt. Ich zieh mich an. Er hat gesagt, ich kann ihn jederzeit anrufen, er macht sein Lokal auf. Es ist doch nur für den Übergang. Dann bin ich für den Übergang Drogenhändler. Komm ich Geld? Ja, du bekommst das Geld.
Die Erde ist eine große Heimat, in der alle umhergehen und jeder ruft dir zu, guten Tag und herzlich willkommen. Alle Wasser lächeln dich an und rufen dir zu, wir freuen uns, dass du da bist. Das Mädchen hat einen schweren Weg vor sich. Sie wissen das. Können Sie für mich jemanden anrufen? Agnes, nimm den Wagen. Fahr sie nach Hause. Hilf ihr, dass alles gut geht. Der Schlüssel steckt. Geh schon zum Wagen. Ich komme sofort. Geben Sie mir einen Moment. Setzen Sie sich bitte. Ich hatte in diesen Tagen auch eine Begegnung mit einem Flötenspieler. Er nannte sich Cocopelli. Den Namen kannte ich. Er war mir bekannt aus Amerika. Ein Südstaatenvolk, längst untergegangen. Aber man kennt ihre Wohnhöhlen noch in den Canyonwänden. Heute ist es ein Touristenziel. Eingeritzt in Steinwänden sieht man Bilder von Tieren und von Menschen. Darunter immer wieder die Figur eines Flötenspielers. Cocopelli, der Flötenspieler. Einer mythischen Figur, halb Gott, halb Schelm. Was er gesungen hat. Mein Flötenspieler, den ich kennengelernt habe, hat den ersten Text aller Lieder gesucht, gefunden oder geträumt. Die Erde ist deine große Heimat, in der du hin und her gehst. Alle Wasser lächeln dir zu, alle Bäume verneigen sich vor dir und rufen dir zu, bis zu den Vögeln, die den Himmel durchfliegen. Alles ruft dir zu, guten Tag. Und herzlich willkommen. Jetzt lächeln die Wasser nicht mehr. Auch die Bäume verneigen sich nicht mehr. Das erste Lied ist ertrunken in der Flut der Lieder, von denen keins mehr leise ist. Sie fragen sich, warum ich Ihnen das erzähle. Sie suchen den Trost, wo immer er ist. Denn Sie haben zwei Menschen erschossen.